auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Das war die zweite Runde im Verbandspokal BFV Rothaus Cup. Endergebnis FC Germania gegen Fortuna Kirchfeld 0:2. Marcellus, ich denke mal, bei zwei Ligen Unterschied hätte man vielleicht gedacht, dass ihr als Favorit ins Spiel gegangen seid, aber das Spiel ist dann doch, hat dann doch anders ausgesehen. Wie siehst du es? Ja, stimmt eigentlich. Wir haben insgesamt sehr wenig gemacht und sagen wir, verdient verloren, wenn man rechtzeitig die Fehler macht. Und ist so einfach Fußball. Ja, ist es bitter jetzt? Habt ihr euch mehr für den Pokal vorgenommen? Ist es bitter jetzt so auszuscheiden? Definitiv. Der Pokal ist immer ein wichtiger Wettbewerb. Und besonders, was die Attraktivität in der Region ist. Ist uns heute nicht gelungen gegen eine gute Landesligist. Gut formiert, gut organisiert. Zum Torgefahr zu kommen, Druck aufzubauen. Und daraus haben wir heute einen Kuss getrötet. Ihr seid in die Oberliga aufgestiegen, du hast die Mannschaft übernommen, jetzt in diesem Sommer. Wie lief die Vorbereitung? Bis heute, sagen wir, alles ist gut gelaufen. Wir arbeiten sehr viel. Wir haben viel Trainings unter die Wochen, die letzten 4 Wochen gehabt. Und wir versuchen, ein bestimmtes System nochmal reinzubringen. Schade, dass wir nicht weiter im Pokal kommen und nochmal das im Wettkampf zu testen. Aber wir arbeiten noch dran, die 2 Folgen zählt. Ja, wie hast du dich jetzt im Verein eingefunden? Oder waren schon vorher, sagen wir mal, die guten Strukturen für dich da? Eigentlich im Verein, die 4 Wochen sind eigentlich reibungslos gelaufen. Die Atmosphäre ist familiär, der Anspruch ist da und können wir auch sagen, dass auch langsam auch die Nervosität oder die Anspannung für die Oberliga steigt. Und somit heute hätten wir auch gern im Pokal wieder einen Sieg, die vier Wochen. Trainingswoche einfach zu bestätigen zu können, und das haben wir nicht gemacht. Ja, Oberliga wird bestimmt nicht einfach. Wie werdet ihr versuchen, dieses Abenteuer zu bestehen und vielleicht zu meistern? Als Aufsteiger ist normal, dass es nicht einfach wird. Wir werden versuchen, unsere Sache richtig zu machen und vielleicht auch Fehler wie heute zu vermeiden und einfach als Verein oder als Team einfach arbeiten. Sehr wichtig dabei, sich weiterzuentwickeln und besonders in so einer Liga schön mild halten zu können. Marcellus, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.